Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Banjo-Kazooie. Wir sind im Mad Monster Mansion und haben erstmal ein Jiggy gefunden. Weitere müssen allerdings warten. Mussten allerdings warten, weil wir hatten noch nicht die passenden Sachen, um sie zu erreichen. Das heißt, wir machen ja auch nochmal das Fenster kaputt. Aber das ist doch selber Raum, oder? Nö, ist ein neuer Raum. So, erstmal das. So, und jetzt werden wir diesen Bilderdämon. Der Skelettaal, wie soll ich dich nennen? Erledigen. Oh, aua, das hat weh getan. So, was haben wir bei da einsammeln? Ist hier noch irgendwas? Sieht aus, als ob es hier eigentlich nur Pickups gibt. Ich weiß nicht, irgendwie finde ich dieses Ding da verdächtig. Da sind Geister drauf. Nee. Können wir nicht durch. Trotzdem, ich habe das Gefühl, die haben was zu bedeuten, die Geister. Vielleicht fällt es mir ja noch ein. Das werden wir dann noch sehen. Vielleicht muss ich da auch mit der Verwandlung durch, auch wenn ich es irgendwie gerade nicht so glaube. Gut, dass wir immer gleich die Energie zurückbekommen, die uns abgenommen wird. Okay, Kamera, Kamera, mach nicht so einen Ärger. So, wir gehen jetzt ins Labyrinth. Okay, es ist nicht so wirklich ein Labyrinth. Wir haben hier keine Zeit, aber es gibt Geister, die durch die Wände können, aber soweit ich weiß, können wir die ebenso mit unseren Goldflügeln erledigen. So. So. Da hinten, naja, sehe ich doch einen Mumbo-Schädel. Ah, ne, sind nur Eier. Schade, ich dachte, es wäre ein Mumbo-Schädel. So kann man sich irren. Hoffentlich sind da nicht zu viele Geister. Und wir haben irgendwie kaum noch Goldfedern. Da hinten ist ein Jinjo. Falsch. Und zack. Das wollte ich jetzt eigentlich gar nicht sammeln. So, den Jinjo sammeln wir. Und jetzt schauen wir hier rein. Federn. Wir brauchen goldene Federn. Ich will hier nicht rausgehen und Federn sammeln. Mir sicher, ich brauche noch ein paar goldene Federn. Ich brauche mir hier leider sehr, sehr viele die Goldfedern. So, haben wir jetzt schon überall geschaut? Hier war ein Mambo-Schädel. Hier können wir nochmal durch. Da sehe ich noch Noten. Die Noten nehmen wir bitte mit. Zwei Stück. Da könnten wir uns aufladen, wenn wir wollen. Natürlich nur, wenn wir schnell genug wieder weggehen. Eigentlich muss man hier kaum fliegen. Ich glaube, die einzige Flugplatte war in dem Haus für das Extra-Leben. Deswegen war ich so ein bisschen überrascht. So, ich glaube, wir sind jetzt gleich durch das Heckenlabyrinth. Ah ja? Ah, Goldfeder. Tja, seht euch das an. Da war ja ein Tor. Kriege ich das ein? Mit der Schnabelattacke? Wie hieß das? Pieksattacke? Ich das kaputt oder muss ich das irgendwie aufmachen? Gut, das muss ich irgendwie öffnen. Vielleicht muss ich auch das benutzen. Ne, das müssen wir irgendwie öffnen. Wir müssen also erst noch woanders hingehen. Völlig umsonst ins Hexenlabyrinth gegangen oder was? Ah ja, wir kommen hier ja schnell wieder raus, nämlich hier. Ah, ich könnte wetten, dass es eine Zeit gibt, sobald wir den Schalter hierfür gefunden haben. Und dann müssen wir schnell hier rüber. Ach, die Musik hier ist doch klasse, oder? So. Andere Seite bitte. Wieso darf ich die Kamera mal wieder nicht drehen? Hier ist nichts Besonderes. Wir haben jedenfalls jetzt zwei Jinjos. Hier geht's lang. Und irgendwie habe ich das Gefühl, wir sind jetzt einfach nur auf der anderen Seite vom Haus. Hä? Hey, da geht's hier noch rein. Da war noch ein Tor. Hätten wir die nochmal aufbekommen. Ich habe wohl noch mehr vergessen, als ich dachte. Ich höre dich. Hey, der hat mich gar nicht getroffen. Aber es scheint wieder nur so ein Raum zu sein, wo man sich auffüllen kann und wo es ein paar Gegner gibt. Okay, auch dieser Raum ist recht uninteressant. So, aha. Hier ist ein Tor. Aha, das kriegen wir kaputt. Und da ist auch so ein kleiner Schlitz. So, ich würde aber sagen, wir gehen erstmal hier hin. So, ihr seid jetzt mir erstmal egal. Geht mir einfach nur mal aus dem Weg, bitte. Da oben ist ein Mambo-Schädel, seht ihr das? Aber wir kommen wieder hoch. Hier muss es irgendwo eine Platte geben. Oder von innen. So, ich will meine Goldfeder erstmal aufheben. Hier ist die Platte. Und zack. So, da ist der Mambo-Schädel. Und die vier Noten. Ich bin mir ziemlich sicher, in diesem Häuschen hier gibt es ein Minispiel.
Und ich kann es auch einfach kaputt machen, jawohl. So, jawohl, hier können wir was tun. Hier gibt es ein Puzzleteil, ein Porträt von uns, und Tilda und Buchstaben. So, wir werden erstmal die Noten hier sammeln. Jetzt schauen wir, was passiert, wenn wir hier drauf gehen. Sei gegrüßt, Fellträger. Löse das magische Rätsel. Das Puzzleteil gehört dir. Toll. Hier müssen wir hier lang gehen und dem Geist ausweichen. So, wir brauchen ein N. Das könnte jetzt etwas schwierig sein, weil ich finde gerade das N nicht. Da ist es. Habt ihr irgendwo das J gesehen? Ich sehe das I. Ach, hier ist das J. Weg mit dir, Geist. So, schnell das O. Und jetzt das K suchen. Wo ist das K? Da. Wir müssen jetzt noch das nächste A finden. Ich wette, das ist irgendwo hier. Geh weg hier, Geist. Ich kann kaum was sehen. So. Das Z. Das ist hier. So, ich glaube, das schaffen wir noch. Weil ich hatte irgendwie da vergessen, dass man das so schön durch den Raum. Ich dachte, man muss wirklich hier in der Nähe bleiben. Aber hier kann man ja problemlos ausweichen. So, jetzt das I und als letztes das E. Das schaffen wir. Dann haben wir das nächste G. Das war jetzt aber knapp. Es ist vollbracht. Das Puzzleteil sei dein. Ich bin erlöst. So, vielen Dank für eine G Nummer 2. Okay, es war vielleicht doch nicht okay, so vorsichtig zu sein, aber wir haben es ja geschafft mit Restzeit. Allerdings müssen wir daran denken, es gibt noch eine Challenge im Spiel, die wir auch machen müssen. Da können sämtliche dieser Minispiele auftauchen mit verkürzter Zeit. Deswegen sollte man sie doch ein bisschen besser beherrschen. So, wir schauen jetzt hier lang. Hier ist noch so ein Skelett. Hey! Was sollte das denn? Hier ist wieder so einer. Aha, den kriegen wir kaputt. Ich höre Gummistiefel. So, was haben wir hier? Hier können wir wahrscheinlich mit Gummistiefeln lang. In diesem Brunnen können wir, da gibt's was, das weiß ich, aber es ist ein bisschen leichter, wenn wir sie in der Verwandlung benutzen. Also holen. Die Sache in dem Brunnen. So. Wir hören hier einen Shinjo. Natürlich ist der hier. Und dieses Wurzelteil ist uns an das von Clank erinnert. Das lässt uns bitte in Ruhe. Hier wieder die Noten. Es gibt wieder ein paar Noten. Und danach müssen wir allerdings mal, ich würde sagen, mal Richtung der Kathedrale gehen, wo wir ja das Tor aufbekommen haben. Waren wir hier bereits? Hier gibt es Turnschuhe, das heißt, die sind für irgendwas Schnelles gedacht. Ah, ich weiß, was passiert. Das Tor zur Kathedrale. Allerdings habe ich jetzt keine Ahnung, wo genau das war. Ich nehme einfach mal die Turnschuhe. Guck, ob wir es finden. Wir haben hier das Tor noch gar nicht aufgemacht. Der lahme Bär die Segel streicht, er niemals diese Tür erreicht. Ich glaube, das war auch die falsche Tür. Wenn die Kamera mir hier nicht so einen Strich durch die Rechnung gemacht hätte. Allerdings bin ich mir gerade auch absolut unsicher, wo es denn lang geht. Weil, hätten wir hier durchs Heckenlabyrinth gemusst? Ich glaube schon. So, das wäre dann hier gewesen. Aber das haben wir ja nicht aufbekommen. Das heißt, wir müssen die wahrscheinlich von der anderen Seite aufmachen. Schätze ich mal. Tja. Dann gehen wir halt erstmal zu der anderen Tür, die wir aufgemacht haben. Sofern ich sie wiederfinde. Gerade weiß ich echt nicht, wo war das nochmal? Also wir waren Richtung Brunnen. Wir waren bei diesem Holzhäuschen, haben dort das Rätsel gelöst. Und ich weiß, dass es noch so viele Chickies hier gibt und irgendwie habe ich kaum welche gefunden, weil ich zuerst in die falschen Gegenden gehe. Oder was? Ich höre wieder so eine Fledermaus, aber du bist mir jetzt mal wurscht. Ah, hier. So, Kathedrale. So, schauen wir erst mal, ob wir hier jetzt die Tür aufbekommen. Ich glaube schon, denn hier ist das Schloss.
Jawohl. So, Achtung, Grabsteine. Die könnten aufwachen. Tun sie aber nicht so. Hier sind irgendwo... Irgendwo sind hier Blumentöpfe. Richtig. So, die müssen wir bepflanzen. Und zwar mit Eiern. So, allerdings, ich muss mich richtig hinstellen, sonst klappt es ja nicht. Komm, komm, komm. So, Sitzklappen. Falsche Richtung. Na toll, jetzt hab ich's wieder eingesammelt. Rein damit. Thank you. Ja, er sagt vielen Dank. Genau, Achtung. Und noch mal. Ja, mit zweimal kriegt man's hin. Ich habe das Gefühl, die sind ein bisschen dunkler. So, er möchte wieder... Nee, so nicht. Aber gemerkt, man kann die Eier wieder einsammeln, wenn sie in einem bestimmten Winkel zurückkommen. Ich meine, wir haben mehr als genug Eier, aber trotzdem. Das klappt gerade nicht. Wieso klappt das nicht? Halt das mal drauf, dass das sofort reinging. Vielleicht so? Zu weit. Wir wollen hier Eier drin haben. So, es ist eine ganze Menge, die hier noch blumen wollen. Warum immer die anfangen zu blühen. Wenn wir da Eier reintun. Aber was soll's, wir werden gerne euch mit Eiern bestücken, weil ihr lasst irgendwo ein Jiggy erscheinen. Aha, sieh mal an, ein Mamboschädel. Wo steckt Mambo überhaupt in diesem Level? Ich hätte zuerst gedacht, er wäre ein bisschen offensichtlicher. Aber ich habe noch überhaupt nicht entdeckt, keine Ahnung gerade. Und hinein. Ich muss mir jedenfalls dann nochmal den Weg von den Turnschuhen zur Tür der Kathedrale merken. Das gibt's nicht. Nee, nee, so wird's auf jeden Fall nicht klappen. Also nochmal vorsichtig und vorsichtig. Aber gerne doch. Das waren immer noch nicht alle. Irgendwo hier wird noch ein Grabstein aufwachen. Ja, da. Boah, das war absolut eindeutig. Meiner Schwester hat immer dieses Geräusch von ihrer Augen erscheinen super gefallen. Da kann ich mich noch genau dran erinnern. Aha, da ist das Gigi. Das ist Nummer 3. Erst. Okay, hier ist das Heckenlabyrinth. Wir sind also einmal im Kreis gegangen. Was zum... Kamera? Kamera, was sollte das denn? Okay. So. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir was Bestimmtes machen können. Nee, schade. Wäre cool gewesen. So, seht euch jetzt mal diesen Grabstein an. Ich habe gesagt, seht euch diesen Grabstein an und ich wollte auf ihn drauf. Also, bitte lasst das zu, Banjo. So. Und jetzt wollen wir die Kathedrale hinaufklettern. Ja. Tut ja auch mal Zeit hier, Mann. Tut uns das nicht an. Ihr seid ja sowas von nett. So. Wir sammeln hier noch mehr Noten. Und werden die Kathedrale komplett hinaufklettern. Gute ist sogar Banjo. Kann hier laufen? Dachte ich. Da habe ich mich wohl geirrt. Okay. Leider nochmal. Fettes Sorry. Okay, er kann kurz laufen. Weil wir müssen eigentlich gleich zu Kazumi wechseln. Weil sie hat den besseren Grip. Hier hoch. Hey, da sind ja überhaupt keine Zeiger an der Uhr. Dass sie hier langlaufen kann. Aha, seht mal einer an. Man kann in den Glockenturm. So. Und jetzt müssen wir hier hin. Und hoch. Und hier ist noch ein unserer Chigis. Und dann vorsichtig nach unten klettern. Ganz, ganz vorsichtig und noch die Noten nur einsammeln. So. Okay. Springen kurz. Nächster. Nein! Gut, wir haben es wenigstens geschafft. Ohne Schaden da rauszukommen, wenn diese Fledermaus nicht wäre. Ach, da fällt mir ein, man kann ja auf eine bestimmte Art in die Kathedrale, die wir durch dieses Fenster dort geben. Aber das machen wir gleich. Ich will nämlich jetzt erst die restlichen Noten einsammeln. Denn sonst vergessen wir das noch und dann fragen wir uns, wo sie sind. Wir gehen jetzt diese Noten sammeln. Und dann haben wir hoffentlich noch genug Zeit, um durch dieses Fenster zu springen. Vielleicht haben wir deswegen die Geister so verdächtig vor. Also langsam reicht's mir aber mit euch beiden. Was war denn das Problem? Wieso wolltet ihr nicht?
Ach ja, dieses Pseudo-3D-Wesen zwischen den Wänden, ne? Alles ist ja nicht mehr wirklich 3D, was wir da jetzt machen, was wir haben. Das ist einfach nur ein flaches Bild, das aussieht, als ob es ein 3D ist. Oh, da war eine Sprungplatte und ich bin da einfach so hochgegangen. Na und? Hat ja niemanden gestört. Fanden ja alle ganz, ganz normal. Aha, da hinten ist Mambo. Okay, da können wir also hier von hier aus hin. Aber jetzt will ich erstmal in die Kathedrale. Ich muss nur noch das passende Fenster suchen, wo man durch konnte. Bin mir nicht mehr sicher, ob wir es einschlagen mussten, nicht, ob wir konnten einfach reinspringen. Bingo. So. Ich höre was. Ha, ich kann nicht gebrauchen. Es gibt ein extra Leben. Oh, das scheint so ein Raum zu sein, wo wir einfach nur auffüllen können. Aber die Goldfedern sind mir natürlich sehr lieb. Also, Geheimfenster gefunden. Und wir haben auch wieder unsere extra Leben vom Anfang. So, ich würde sagen, bevor wir uns darum kümmern, zu versuchen, da reinzukommen. In die, was wollte ich? In die Kathedrale. Werden wir zum Mambo Jumbo gehen und uns verwandeln. So, auf diesen Dornhecken kann man, soweit ich weiß, nicht laufen. Genau. Diese Dornen liebe ich sehr. Sie machen euch das Leben schwer. Deswegen gehen wir jetzt erstmal zum Kürbis werden. Ja, wir werden hier zum Kürbis. Aber erst sammle ich die Noten, die hier waren. Und sieht auch aus, ob wir wieder da hochkommen. Können, ja klar. Können. Knoten in der Zunge, so habe ich immer einen Knoten in der Zunge. Sehr schön, gibt es hier noch irgendwas? Nö, auch kein Jinju, den hätten wir schon längst gehört. Wie viele haben wir überhaupt? Drei. Einer ist bestimmt in der Kathedrale. Okay, aber wir machen jetzt erstmal alles, was wir mit dem Kürbis machen können. Und zwar im nächsten Part. Mambo macht gut Kürbiszauber. Gut für Tunen. Lecker Suppe. Also dann. Leute, vielen Dank fürs Zusehen. Schreibt mir in die Kommentare, wie es euch gefallen hat. Wenn es euch gut gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Wenn nicht gefallen, könnt ihr mir bitte sagen, was ich besser machen kann. Und tschüss und bis zum nächsten Mal.